jou huid willen we dan vertellen met Marineelse plaster wijn. Dat heet dan dat Vijandshoes. Vijandshoes is dan een stel wat we nu dan kennen leren daar, waar zij dan veel voor onze cultuur verworen dit. Kun je ons daar wat ze heeft om ons wezen? Oh, groot hond, kijk eens. Is Marineelse toes? Kijk eens, wat fijn. Zo, dat de jullie opnemen? Zo, goedendag. Goedendag. Het is schön, ja. Ja, het is schön, ja. Ja, hier is het zeker. Dat is ja. Vertel met Marineelse plaster wijn. Ze heeft hier een hoes, wijnshoes, dit wat dat al zegt. Meneer Marineelse? Ja, wijnshoes. Nou ja, we willen dan weiter wat dat op zich heeft. Daar was dan eens een beetje vertellen, Marineelse, wat dat op zich heeft. Dat wijnshoes, wat zeer fijn is, dat ik al zei. Wijnshoes is een stel waar we ons die danken mogen kunnen. Over onze cultuur, waar alles dat het touw horen deed voor de Pommerisch volk. Is een stel waar we de geschichte van de Pommervolk naar voren brengen. Zoals dat eigenlijk passiert is. Waar de Pommer naar over komen zijn, van Pommerland hier naar Brazilië, waar de reiswest is, waar de leeft, waar de eerste jaren hier aanvangen heeft. Al de schwierigheid wat ze had, dat ze komen daar in dat leven wat ze heute heeft. Dat maken we hier in de Wandshuis. Ach zo, hier moet ze even aanzien. Je schicht niet kennen, dit is je schicht, dat is toen hier zo goed. Je moet vertellen wanneer jullie komen daar? Ja, ik zou het voor vertellen van de aanvang aan wat het best is. Dat we hier komen daar, zoals we hier leven. Zum Beispiel, veel jullie komen hierheen en denken zoals Pommerisch eten, wat we hier hebben daar, als Miegebrood, als die brood met bonen, als Episoep met Hinnenfleisch, dat komt van Pommerland. Bloß ich, das ist nicht wahr. Im Pommerland, der die Pommerlü Fisch essen, Kartoffeln essen und was von der Welt mehr machen würde ist.
Als sie hier in Brasilien kommen sind, haben sie das aber nicht gehabt. Ah, ja, so. Sie müssen sich frisch essen absuchen. Ah, sie haben sich das benutzt, was sie denn von hier. Ja, ja, hier haben sie kennengelernt, der Kara, der Chinesen, der Epi, der Miechen. Und damit haben sie sich frisch essen gemacht. Und heute ist das der Pommer essen, was wir hier in Ausland essen. Nicht mehr das, was für Pommerland kommt. Ah, wo fein, ja, ist gut, ja, weil da, seitdem ich wohne am See, so, eine, da werde ich kein Bier, ja, das ist ganz anders, ja. Ja, er hauptsächlich essen kann von der See, der Fisch, und dann der Kartoffel wird sich nicht lange gehen. Da wird es am meisten von der See. Und hier ist das immer ob, dann besuchen so jeden Tag, oder was? Ja, ja, das ist immer ob. Bloß ich will auch immer verlangen, dass der Löse als der das anmachen darf. So. Vielleicht muss wir wegkommen und wieder ist auslebend und beschaffen, ja. Und dann kommen sie hierher und dann ist der Paul. Da will ich immer verlangen, dass sie dann als der nach uns telefonieren darf. Und da sich das anmachen, dass wir dann aufnehmen können, so als das muss. Ach so. Oh, was kostet, wenn ein Mensch hierher kommt, ist nur sehr, wenn so eine Familie hinkommen würde, ist du was davon nehmen oder was willst du davon nehmen? Wenn da kommen, da bloß ich dann das bekommen, da wie viel real ob ein Grobmensch nehmen. Kinder darf ich nicht kubrieren. Kinder darf ich nicht kubrieren, ich werde 12 Jahre. Aha. Und von da an vorwärts sind viel real ob ein Mensch. Aber wenn da kommen, da etwa Mittag bei uns oder da einen Kaffee trinken, dann dauert wieder das Kicken nicht kubrieren. Dann kommt aus der Luke auch von dem Essen, was wir. Ah, und das Essen, je da den Kaffee und den Mittagessen so aufverkaufen, wenn er den Kaffee ja, 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 wer kommen will, wir essen bei uns, wir dauert ganz pommerisch Essen machen, mit Milchbrot und Kaffee trinken, ungelogenen Käse, Wurst, Gebäcksle, gebackene Gebäcksle, eigentlich. Was ist Gebäcksle? Biskuit. Ach, so heißt das? Ja, Biskuit heißt Gebäcksle auf Pommerisch. Aber nicht, das hätte ich nicht wissen. Ja, ja. Ich bin dann hingekommen und habe auch mit leben. Ja, ja. Und da wird der Leute da als Spitzbubenkuchen. Ja. Was in der Wirklichkeit auch eine andere Name hat, was mehr sich so vermischt hat, ja. Ja. Und dann auch noch andere Teile, was dann für das Pommerisch Essen ist. Und dann mir das dauert, wie den Epi machen, Stampfepi mit Nudelsuppe und riesig Endefleisch oder riesiger Hühnerfleisch. Gebratene Bohnen, süße Salat. Süße Salat, das ist richtig Pommes. Süße Salat, ja. Salat mit Orange oder Salat mit Eibären schmeckt sehr, sehr gut. Aha. Und dann trinken dauert wir den Zimtwasser machen mit Limon. Zimtwasser mit Limon? Zimtwasser. Ja, Kanäle sehr gut. Ja, Kanäle oder den auch Gingerbeer Wasser, ja. Ach Gingerbeer so. Mit Limon schmeckt auch sehr, sehr gut. Tom so Tau trinken so? Tom so Tau trinken. Ah, ja. Ja. Ist nicht fermentiert, wie man sagt. Nein, das hat kein Spiel. Ist kein Gingerbeer. Ach so. Gingerbeer Water, so mit Limon. Ach, Suck, so, ja. So eine Suck, ja. Saft, sagten doch. Saft, ja, Saft. Ja, ist Suck, ja. Naja, dann, und dann ist dann immer gut, der Lied dann anmachen können, ja? Ja, ja. Der Herr nahm das Telefon hin ohne den Herrn Hocker, ja, das Telefon, ja? Ja, ja. Dann ist schon gut. Und die Tage, was du hier in Herst ist und in der Wiese, sind die in der von den Familie? Der meiste ja. Der meiste Teile, was hier in sind, sind von meiner Familie. Wir haben hier Teile, was 170 Jahre alt sind. Aber nicht. Ja, was die Weihensfamilie mitgebracht hat, als die Rover gekommen sind, von Henania. Weihensfamilie ist keine Pommerfamilie. Ach nicht? Weihensfamilie ist Hunsrücken. Ah, das sind gekommen von Deutschland bei Santa Isabel in Campinho, Domingos Martins. Ja. Und von da sind sie rübergekommen hier nach Santa Maria. Ach, und so. Haben sie hier mit der Pommer so durchvermischt, dass sie eine Kultur verloren haben. Ah, und haben die pommerische Kultur. Das schon passiert mit der Hochdeutsch auch, ja? Ja, ja. Ich sehe immer, die pommerische Früchte sind sehr starke Früchte. Aha. Was sich da einnehmen dauert, dauert da Hula. Aha. Und so haben sie auch mit der Kultur haben. Ah. Die Kultur ist bleiben, weil die pommerische Früchte die Hula haben. Ja. Und so haben sich der Hund zurückgekehrt mit pommerischen Früchte verfreit. Und die pommerische Früchte haben die Kinder das wieder lebt. Und ach so. Sind die Kinder, haben die Kinder die pommerische Kultur nicht mehr. Mein Kehl sind Großvater verschwinden in ein Wort pommerisch rein.
Ah. Und mein Kind versteht nicht ein Wort von unserer Kleine. Ach, wer? Also, denn ja. Deine Mutter hätte den der Kraft Mutter, hat, ja, ja, seine Großmutter war Pommer, seine Mutter auch ein Pommer. Und er hat das verletzt und heute ist er ein Pommer, so wie auch. Ne? Wir haben ah. Die Pommer-Kultur nicht so wie der Mitmacher. Ja. Und die Pommer-Familie, denn die Weihens-Familie, ist gekommen in 1846. 1849. Ah, das, was du tust, denn das Wiese, was dann alles auf sich hat? Ja, das können wir machen. Wir haben da Buben, denn das anfängt mit der Veranda. Ach so. Das ist der Pommerisch Veranda, Pommerisch Hus Veranda. Ein Pommerisch Hus, das wir weiter dauern, da war immer abgeklemmt. Wo ist ganz mit Holz aufgebucht. Auf Portugiesisch sagt man dort auch ein Chamel. Aber auf Pommerisch hat das eingehockten Holz. Das Haus ist ganz so bucht, dass da kein Neuhilter brücken dauert. Ach so? Ja, ah. Und dann kann man das auch wieder aufreiten und dauert das auf einen anderen Stelle hinbuchen. Ah, das wenn ist das so. Brücken nicht top nahelt waren, das Brücken nicht top klein waren. Denn das ganz Holz ist so einladen, sieht man süß, einladen und dann ja. Wird das wieder top machen. Ach so, ja. Ja. So. Und dann kann man das aufreiten und buchen, das auch so oft als wir. Das sind, denk, sind nie viel nur als ihn. Nee, das sind dein Nachhilfe, was hier sieht, da sieht er hinten was anhängen, da sind hinten der Top-Nachhilfe. Aber nee, ja, sorry. Ja. Gut, und dann ein anderer Teil, jeder Pommerisch Haus ist immer blau und wit. Wit sind der Wein und blau ist das Hohl entstrengend. Und das ist wegen, dass der Pommervolk rübergekommen ist in Brasilien. Er hat ein sehr, sehr großes Verlangen gehabt, ob der Jägen, wo sie herkommen will. Ah. Der Blochsee, der Witzsamt, die ich da sehe. Ach, da wäre der Hüse denn nie Bloch und Wit? Ich weiß nicht, ob der Bloch und Wit best wäre. Aber hier in Brasilien haben sie den Bloch und Wit gemacht, weil sie das an ihr Land denken werden, an ihr so. See, was sie da hinten lassen haben, an der Sand, was an der See weht und auch über der Eis. Was er da freut, und was er hier nicht mehr hört. Und dann der erste Hüse haben sie nicht anstrengen können, weil sie hier auch keine Farbe hat. Ach so. Aber so glück, als sie Farbe rangiert kriegen, haben sie sich der Blau wieder anstrengen. Mm. Und bei heute hier noch dauert der Pommel sehr, sehr viel von der Blau wieder. Wenn du mich fragst, ist der erste Blau sehr. Ja, ja. Ein anderer Teil, was wir hier sehen, dauert. Die Veranda ist mit Holzstippen gemacht. Ja. Da hier haben wir ein Heck, was ein kleines bisschen ausschneiden ist. Das Holz so ausschneiden. Weil der Pommelü hier auch sehr, sehr viel, holen auch sehr, sehr viel von Holz ausstimmen. Da ja. Muss er sehr viel mit arbeiten. Mhm. Hier haben wir Festes. Und kein Luken. Feste sind mit Glas gemacht. Luken sind ganz mit Holz gemacht. Ach, das ist, so sind da dann nicht. So sind da nicht. Look ist da, wenn der ganz mit Holz gemacht ist. Und hier haben wir dann ein Fest. Das ist dann ein Fest. Ja, und da brauchen wir auch Luke an. Ah, so Luke auch, was der Feigenwest ist, sind dann Luke. Aha. Und so ist der Veranda dann gemacht. Der Teile mit Holz, die Bulden und der Hus sind mit Holz. Mhm. Und alles ist schneller geworden mit der Hand. Wird ganz Holz für das Hus. Ist schneller wohl mit der Hände. Ist keine Maschine drüber. Ah, ist keine Maschine. Nachher dauert wieder die Schier sah, wo das mitmacht. Ach so. Dann können wir reinkommen und sagen, ach so, auf der Veranda steht auch immer ein Bank, dann der Besuch aufnehmen. Ah, ist wenn so. Der Besuch kommt, weil man setzt sich jeden auf der Veranda hinten was erzählt. Aha. Die Veranda sind nicht sehr breit. Nein, nein, nee, das sind immer mal schmal. Ein kleiner, schmaler Veranda. Und ich meine, immer vor der ganzen Haus lang. So groß ja. Der Haus ist, ist der Veranda lang. Aha. Ja. Ja, ja. Und nun kommen wir dann in den Pommerisch-Haus-Stuf rein. Stuf ist immer der größte Bucht von der Haus.
Ja. Wijn, dat is in een stoel waar die pommelu en jezelschap passeren. Hier is de kinderbaar, wanneer de kind taugt was. Hier is de eeseinsfeest. Hier is de hoogtijdsfeest. Mijn hoogtijd is hier in deze stoelfest. Ja? Hoogtijdsfeest is hier in deze stoelfest. Ja. Ja, ja, is hier in deze. Daarbij is dat de grootspoel. In een Pommerisch huis, stoel, hebben we immer een dish, waar de Bibel opleggen deed, dan de Bibel lezen. En ook waar de kinderen zich abends hinzetten dauwen, dan schrijven van de schouder, van studeren. Ah, zo. De Pommerlui zijn overgekomen naar Brazilië, hebben zich de Pommerisch sprak mitgebracht en de Lutherisch Kirche. Ja. En de Lutherische Kirche zegt, jeder einzige Mensch muss die Bibel lesen können. Ja. Denn deren daarvoor ook zorgen dat er kinderen lesen en schrijven leren. Wenn ze ook mij eenmaal niet lesen en schrijven verstehen, aber ze setzen zich jeder een kinder hin en deren kijken of de kinder dat alles machen. Aber nee. Ja, wenn de kinder müssen leren. Ja. En dan die Tisch werden in de stel, wo de familie leren en wo de familie lesen en beten. In een Pommerisch stoel hebben we ook de spind waar de zündisch geschier is. Ach so. Pommerische lui bed heute hier nog eten am Tisch. Eten niet van de televisie, niet met de cellulaar in de hand. Eten am Tisch. En de Tisch is een stel waar geen strijd hindert werd. Waar geen slechte woorden zegt kunnen waren. Als ik klein werd, deden mijn vader en moeder dat zo mogen. Wanneer we aan de Tisch aanvingen, deden aan ons zanken. Deden ze ons afschikken van de Tisch en bleven die ohne eten. Oh, nee. Dat eten stinkt alles op de Tisch. Ja, zo werd het. Zo werd het. De Tisch werd een stel waar een mens koud moest zijn. Waar een mens vriendelijk moest zijn. Kim zei dat eten is heilig. Ja, ja? Ja, dat eten, een stel waar heilig moest zijn. Ja. Wegen zij deden zo meinen, wenn een mens met strijd eten deed, deed hem dat eten schaden. Deed hem dat eten niet bekomen. En dan in een weks werd de Tisch dan opgedragen met een klazuurgeschirr. Dat wil je heel erg. Wegen dat klazuurgeschirr, die dullen uithullen, dat die niet zo licht in twee komen. Denn wenn daar wat runen vallen, die weet het niet zo gefährlich, dat het ja kapot brengt. Und Sünders wird der Tisch dann aufgetragen mit dem Porzellangeschirr. Ja. Wenn Sünders wie in Festtag, wenn Besuch wird, dann wird der ganze Tisch aufgetragen mit Porzellangeschirr. Wenn der Tisch müsst fein sein, müsste still sein, wo der Familie sich kauft. Dass der dann in einem Stuhl steht. Und das Spind, wo dann das Porzellangeschirr steht, das steht in einem Feigen. Ah, und dort hier in der Stufe steht? Hier in der Stufe steht, ja. Und hier in der Feigen steht. Ach so. Die Pommerische Familie hat auch immer einen Tüchkasten. Und in der Tüchkasten wird das Verwalt alles, das wir sehr groß weht haben für die Pommer. Nicht das Geld oder das Gold, aber das Teile, was weht haben für die Pommer. Die Bille, wo die Leute sein können, wo die Andenken an weht. Die Beuge. De troegtuig, de Pommerische lui deden zich troegen laten en dat tuig weer verwoord. Zullen we ze dood blijven deden, wegen dat moesten ze aantrekken om in de zaak liggen. Zo wegen vinden we heute zijn dag zeer, zeer zilden een zwaar troeg liggen. Wegen dat zijn alle weerkomen, daar zijn alle, daar vroeger zijn er alle met eehaf geworden. Dat weer niet verwoord. Dat is een ander taal wat de Pommerische lui zeer in de moe houden. Wat de mensen horen deed, neemt hij zich niet in de zaak. Dat vlucht niet heen van de ander. Wat heen blijven deed, zijn de delen wat de ganz familie horen deed. Of wat apart de mensen horen deed, neemt hij zich niet in de zaak. En dat werd dan in de tuchtkasten verwoord, en dat je in elkaar reden bij het mama en papa. Ook nog? Nee, de kinderen moesten daar niet bekomen. De kinderen daar wat in willen, moesten mama en papa uithalen. Oh, God. Ja, ja. Respect is in mijn koud daar. Ja, dat wordt zeer, zeer respecteerd. Dat wordt niet, kun je in twee maakbaar, kun je niet voorkomen. Dat Pommerisch huis heeft ook immer een koud zitstel, waar de leuze kinderen van het kan vertellen. We hadden geen bruifdrogers,
Nee. We hadden geen telefoon, geen cellulaar. De, alles wat we zeggen moesten, moesten we zeggen aan de mensen. Ja. Of dan moesten we ze kunnen zetten of vertellen. In de stoel, of de stel, of in de bank gestorven, waar de mensen kunnen zetten of vertellen. Ja. Een ander klein ik, weet dat ik voor mama negen deed. Dat toen we ijs op het jaar gekocht, en mama deed dat negen zoals de kinderen dat proberen deden. En wat de oudste te klein waren, deden de jüngste nog heren aantrekken. Ah, daar wat jünger werden. Dat is niet verspild. Daar wat jünger werden, dan kreeg je mijn knieskanichtuigen. Dan moesten immer de andere over. De andere te klein werden aantrekken, zolang het dan zo groot werden, ja. Dat niet meer te klein waren, dan kregen ze ook een niet. Uh-huh. Dus dan kregen ze immer dat oor. Dan mama de negen, en papa de schouwmogel. Ach, ook zo. Ja, en dan de schouw, dat werd niet zo'n ganz einfach Abend. Wegen, da moest de leren tot recht gemacht worden. Ach, dat de lang duur, en dat negen we ook niet gauw. Denn die Mannling in kriegen die Kinder erst ein Schau, wenn er fout so groß war, wie, dass der Nummer 15 Jahre. Ja, so bei 13, bei 15 Jahren, wenn der Schau anträgt, wäre Nummer 35. Ach so, Rupert. Ja, von da an Rupert, wenn das so eine schlimme Arbeit das machen. Und wenn sie das Schau anfangen, dann machen die Männlichen besser, dass sie das Recht haben, Kinder nicht mehr passen. Dann wird es eine verspätete Arbeit. Dann werden sie die Kinder das nicht machen. Das ist dann der Muster, wo der Schau auch gemacht wird. Ach so. Ja. Und dann vorher haben am meisten Hohltüffel. Ach so. Den wir da Hohltüffel antreten. Und das wäre wie so. Brionisch sagt am meisten? Tamankus. Ach so. Tamankus. Und das wäre so sehr, sehr was Feines. Denk dir noch ein Horstkine mit so einem Tüffel an. Lob über Hohltäler. Das müsste es klappern, ja? Das darf ein Klapper ich habe dir. Und das mag ich sehr, sehr jung. Bloß Mama wüsste immer, wo es wie geht, wenn sie das immer hört. Das ist wahr. Dann können wir auch nie heimlich werden. Kein Junge schluren, nicht. Nein. Jetzt ist dann der kleine Eck von der Neige-Eck. Der Wandklock. Der Wandklock ist auch immer sehr, sehr wichtig in der Familie. Erleben. Der Wandklock macht die ganze Stunde an. Der Stunde, wo das Kind geboren ist. Aha. Der Stunde, wo die Kirche ist. Der Stunde, wo das Fest ist. Der Stunde, wo der Mittag jeder war, wo der Abendbrot jeder war. Der Stunde zum Schlafen gehen. Auch der Stunde zum Dopplieben. Aha. Und wenn der Pommerisch mehr Stopplieben, der Bett heute hinhört, dann noch der Morgen. Dann war der Glock anholen. Ah, war der anholen? Ja, dann war der anholen. Oder der dehnt sich ja Miele, ja, Stunde in Stunde, ja, ein paar Minuten. Der dehnt sich Miele. Eine Viertelstunde dehnt sich Miele, ja. Und wenn dann eine Mensch tot ist, dann wird sich der Glock nicht Miele, dann war der Glock auch still. Ist wahr. Oder der war dann nie einer, wer in der Suchtbrüche einer Griechensverbiet ist. Hier haben wir dann das Keugenspind. Und der Keugen spinnt, hören wir ihn, alles das, was an der Pommerisch Keugen Tau hören wird. Die Kettels, die wir brücken werden, werden im Eister Eisenkettels, Glasurkettels und Leinkettels. Auch noch, das sind die frische Mauweis? Ja, ja, die frische Leinkettels. Sind Mauweis, tut man das Lüe? Ja, da hören wir das hier in Brasilien, meint von der Willelüe. Ja, denke, also. Wegen der Willelüe, hören wir das hier hat. So, hören wir kein Stil hat, dann sieht der Köpfe nur, hören wir sich das hier lebt. Ah, so. Ja. Der Glasürken, der Kaffeeken, stehen immer mit Kaffee überfüllt. Ach, und dafür, der nie ist aufgehört, der Kappe immer warm über dich. Ah. Und den ganzen Tag haben wir warme Kappe. Der Glasur kann ich, der Glasur kommt, der Glasur schüttelt. Denn dies alles wird Keugen geschieden, wo der Pommerisch früher sich Essen mitmachen will. Ein Teil, was sehr, sehr benutzt und geboren ist. Ist der Epistamba. Ah, Epistamba, der hört nicht. Ja, der Epistamba, da würde der Bohnen mit Feinstamm, welche der Haare in Eis tippt, kein Bohnen schneiden nicht. Ja. Dann würde der Bohnen damit Feinstamm, der Epi, der Chinesen, der Patate, alles was gemacht wird, wird mit der Epistamba fein gemacht. Und den Spind hier, das hört dann in den Keugen hin, das steht nicht hier in der Stufe, dann wird es, aber das hört in den Keugen hin, das wird der Keugen spinnt, wo dann alles ist verbaut. Ja. Dann ist bloß sehr, wo siehst du Süken? Glasürken.
Glazuur. A glazuur. Glazuur is esmaltado. Ah. Glazuur bedoelt? Glazuur bedoelt esmaltado. Esmaltado. Ja, glazuur hier is vasilhas esmaltadas. Ah, zo. Dat had ik niet gewusst. Mijn duurt altijd ook niet meer niet waarde wat dat wil zeggen. Hier hebben we nog op ons tisch dat instrument waar die documenten in gebracht worden. Ah. Dat moet koud touw zijn, wegen dat wij ze oft in een rij gedraagd. Ah, alles moet hierin gemaakt worden. Dan worden de documenten hierin gemaakt, wil zich dat over de nek gehangen, dat het niet maakt worden. Ja, groot en roze. Zo. Ja, groot en roze. Of niet? Zij oft hebben ze ook, ja, wegmaalt hebben ze ook weg met rogen. Ach zo. Aha. Ja, op deze hier is het van blik. Dan ons route gaan, wordt het zeer schwierig. Elektrisch licht weggaan, dan moet je met de lamp gaan. Aha. Op die dat de lamp niet uitgaat, wordt dan zo'n klein dingel gemaakt, waar de lamp binnen stelt weer. Wie glas hem heeft? Ja, wie glas hem heeft. En daar wordt de lamp binnen gesteld. Ja. Ja. En hier staat dan een licht uit. Maar zij oft wie of bloß een betreuungslamp. Ah, betreuung, ja. Ja, daar hebben we een betreuungslamp hängen. Dan, aha. Wo dan daar rein gemacht wird. Dat da is een stovenlamp, is een hübsche lamp. Ja. En dan is er ook weg wat zo'n kleine bleklamp werden, wat dan alle wijn benutzt werden op een andere stil. Daar hebben we met hen hergozen. Ja, ja. En dan dat het niet uitgaat, wie dat daar dan rein. Kommen wir in een ander kamer gaan? Ja, we moeten hen gaan. We hebben dan de slaapkamers kunnen leven. Ja. Deze beer wat we hier hebben daar, is een beer voor twee leuten om slapen. Waar de kelen vroeg is slapen die. Als heute kommt uns das wunderlich vor, weil das hat so ein klein schmal Bär wie, aber ja. Der Bär so klein, weil da kommen wir auch nicht gut. Ach so. Da kommen wir immer klein, dann müsste vor der Mutter sein Bär dann noch einstehen und auf der Weih, wo das Kind erlegt ist. Ja, ja, auch noch, ja. Ja, und das Bär und das Weih, das sind alle über 100 Jahre alt. Ook nog, zo ja, oud. Ja, ze zijn zo oud. Maar waag is zo oud dat er niet meer alle waag heeft. Ah, zo dol het al waag. Ja, zo dol het al waag dat er afnutst is. En de beer hebben we dan met, dat we dan zo bedekt. Hiervoor, de voorbeer, wat een voorbeer nennen, dat je maar uitgelegd wordt, met zeven uitgelegd. En dan bouwen we erover, we dan ons een ander dek maken. Hier is een Pferdestrozak en dan een Liesstrozak. Maar onder de strozak wordt er nog eens een schicht stro erin gemaakt. Meginstro. Meginstro, ja. Dat het hoger waren en dat het dan niet zo koud zou zijn. Bij hier is dat ook halfweg zeer koud in het winter. Ja. En dan hebben we dan een schicht stro erin gemaakt, dan een Pferdestrozak erop, of dat is een Liesstrozak. En dan de lok en dan nog eens bouwen de Pferdedeel. Dit hier is een vetterdek met juizenvetter. Ach, met juizen? Ja, of de kussen ook zijn met juizenvetter. Die kussen bezocht, die zijn 80 jaar oud. 80 jaar? Ja. Zullen ja. Da ja, dat ben dat ze in nacht genomen was, dat dat ze zeer lang houden. Mm-hmm. En deze kussen wat we hier in Waag liggen hebben, dat is uitnecht met de hekkelstich. En de hekkelstich, de kan ander volk opnemen als nu de pommervolk. Wat is hekkelstich? Is deze stich hier wat een meisje, wat hier op opneemt is. Oprionisch? Ponto corrente. Ah, ponto... is niet bordado. Ja, is een bordado, ja, een bordado. Uh-huh. Dat is een ponto corrente of ponto crochet. Met de hand wat dat maakt? Ja, dat wat met de hand, met ah, de hand. Is dat machine toch? Nee, dat is geen machine toch. Dat was met de hand nodig gemaakt, met de vliegnaald. Ah, zo. Ja, niet belang moet het doen. Ja, maar nee, dat schaft veel als deze waar die graastig is. Ah, zo. Ja, deze waar die graastig is, of voelstig, dat doet veel langer als de hekkelstig. Is dat ook gemaakt met de hand? Ja, dit is ook gemaakt met de hand. Ah, is geen machine? Nee, dit is met de hand gemaakt, ja. Dit is in de hand gemaakt. Dat is mijn mama is in hochtijdsgeschenk geweest. Ah, dat is dan al oud ook? Ja, dat is al oud. Dat is al oud, ja, dat is al 18 jaar oud. Dat is heel fijn, ja. Dat is heel fijn, ja. Hier hebben we dan die reiskastes. Deze hebben we dan de kasten van de boeken uitdragen, die
papieren oder anderen dann eine Tüchkasten. Und diese kleine Kasten hier werden dann kleine Teile einfach waren, die meinlich immer das Nähe geschärft und so. Und immer unter Bär steht auch der Pinnig. Ja, das zeigt er. Weil das wäre nicht möglich nach dem Süden gehen, weil das wäre kein Licht, Wald nicht bietet, da fehlt Tieren, fehlt Schlangen. Dann wäre das so gefährlich nach dem Süden gehen. Denn wenn man ja nachts sich auspissen muss, müssen wir das in einem Pinnig machen. Das wäre nicht möglich, dass das in den Süden geht. Ja? Das wissen wir auch, ja? Ja. Und hier in der Spind. Der Spind ist nicht so sehr alt mehr. Da ist ein Tüchspind, ja? Ja, ein 50 Jahre ungefähr alt. Hier in der Tüchspind haben wir dann ein bisschen Tüchegg, was dann hier auch seine Schicht hat. Das kleine Kindertüch. Und hier ja, das bekicke ja. Ja. Okay, so wird es dann auch nicht. Und wir haben das Werkteile, was dann so sehr, sehr klein wird. Ja, okay. Wo hübsch, ja. Wo hübsch. Das wird dann so ganz fein recht gemacht, ja. Und ein anderer Teil, was hier, was ich die, hier als Wiese wohne, ist der Taug. Aber nicht der Kopftaug. Das ist der Handtaug oder Taschentaug. Ja, der Handtaug oder ein Taschentaug. Der Pommervolk hat in dem Moor der andere beschenken mit der Taug. Ja? Und ob der Taug was drüber macht, alles das, was ich lure, da, was der andere Mensch fröhlich macht. Ja. Und das ist sehr, sehr oft der einzige Andenken, was der Pommervolk hat für den anderen. Als der Pommervolk rübergekommen ist nach Brasilien, haben sie da durchgeladen, für die Leute da bleiben sind. Ja. Und die, die mitgekommen sind, haben auch sind da auch mitgebracht. Und das ist der einzige Andenken, was sie noch hat für die Leute. Da werden ja kein Bild oder was. Nein, da werden kein Bild, da werden nicht, können wir nicht abfilmen, so wie ich machen auch. Denn der einzige Andenken wird den der Tauch. Und der ist auch hier, der hat mein Mama jetzt gekriegt, der da hat der Tauch gewesen. So lange? Ja, der ist sehr, sehr alt. Ja, so lange. Und das Utnägen hat immer Tauchhöhe für das Pommersche Volk. Ja. Das hier ist ein Stück von ein Schürt. Da hat meine Urgroßmutter Utnägt. Und da ist 130 Jahre alt. 130 Jahre alt? Ja, da ist so fein, ja, da kann nicht mehr utwuschen werden. Ach so, ja. Weil da hat ein Löcher. Das wäre rot und gelb und grün. Das ist noch bloß rot. Das ist noch mal bloß rot und das andere ist wit. Aber das ist so fein und nicht, dass man nie sah, dass ich wohne, als der rechten Kant ist und wohne, als der linken. Ah, oh, denk mit der Hand um, mein Gott. Ja, ist mit der Hand und nicht. Ach so. Ist mit der Hand und nicht. Ist nicht sein, wo es rechten Kant ist und wo es linken Kant ist. Ist auch ein Andenken, was ich habe da von meiner Urgroßmutter. Ich habe gar nicht kennengelernt. Nee. Nee, sie ist dort bleiben eingeboren. Und so haben wir viele Teile, was der Pommelvolk gemacht hat, was der Pommelvolk verwahrt hat, was wir heute Tag noch wissen können hier in der Sehr fein, ja. Das ist wirklich eine sehr feine Art und nicht für jeden aus Kultur. Ja, ja, das. Immer kann man da andenken, denn an jeder Teil, was wir hier in haben, da. Hat sie nicht schief. Jede Lume, was aufnimmt, ist jede Handtauch, jede Taschentauch, jede einzige Teil hat sie nicht schief. Ja. Wo das mit sich trifft, hat, was der Lume macht. Hier haben wir dann ein Eck, wo wir ein klein bisschen vertellen dauern, aber der Pommerische Lüe schaut. So wie ich erst gesagt habe, der Pommervolk ist rübergekommen, hat sich mitgebracht. Der Pommerische Sprach und der Lutherische Kirche. Und als lutherische Lüe müsste sie lernen, welche Luther hat gesagt, jeder einzige müsste die Bibel lesen. Und dann hat der Pommervolk immer so, dass er keine in Schauer wäre. In der ersten Zeit, wo sie kein Schauerlehrer hat, dann haben sie sich eine Mädchen aufgesucht von der eigenen Gemeinde, was dann der keine Lehrer wäre. Und davor, der den Mädchen dann mithilft, mit Arbeit, mit Ehend, Affären, dass er dann nicht auf dem Land arbeiten brauchte, dass er dann lehren für die Kinder. Die Kinder gingen an der Schau hin, dreimal auf den Weg. Montags, Mittwochs und Freitags. Und da in der Schau deren sie lehren. Der deutsche Sprach, welche der Pommerisch hatte sie nicht gesprochen. Dann deren sie der deutsche Sprach lehren. Mathematik,
Dat zei Aditje Meitschkele niet aan het de geschichte over de wereld en de science over de planten om dat land of dat eenden zoals de natuur geschaffen is. Ach so. Und wenn sie denn da 3 Jahre gelebt haben, dann würden sie eh sagen, weil da werden sie auch leben. Die ganze Geschichte auf der Kirche, der Katechismus, der Bibel und der Gesang. Und das Tisch, was wir hier haben, hat Edith Weyand gehört. Edith Weyand ist sehr, sehr lang Schauleiterwest in Lamego. Lamego, ich meine. Deze tische is over 100 jaar oud en wat hij ook is, zijn zien delen den best waar hij met schouwen heeft. Een deel wat ik ook wezen wil, is die Pommerische Zangbauch. Deze Pommerische Zangbauch is dicht geworden in Stettin. Stettin is de hoofdstad van Pommerland. So. Dat is van daar gekomen. Dan hebben we hier sogar de daten, ja, wo die dicht wurde is, 1897. Dan is hij al iets over 100 jaar oud. Dat is Gesangbauch. Dat is ook Hochdeutsch, ja? Dit hier is Hochdeutsch, maar dat deed de Sprache gleich iets vermischen. Ja? Ja, dat is wat die Leute nennen, die Plattdeutsch. Hoe is het dan? Is dat niet hier, niet vandaan? Daar wie niet. Hier kennen we niet. De Plattdeutsch is nog een klein beetje anders als de Plattdeutsch. Is een klein beetje anders. Ja. Dat je veel jullie soorten Pommerisch vertellen. Ja. Plattdeutsch is een klein beetje anders als we hier vertellen. Achso. Is een klein beetje anders nog. En hebben ook andere boeken dan wat de geschichtenboeken zijn. Ja, deze hier is de Erdbeben van Lissabon. Is een geschichte over een Erdbeben wat passiert is. Is van de jugend, nee, is boeken van de jugend. Zo hebben we dan de boeken wat van een religion redden. De boeken van lezen leren. Hier hebben we een Bauch, den, was der erste Bauch ist, dicht wurde von der deutschen Brasilianerkinder, steht hier auch, ne, von der Alemanns Brasileiros. Ah. Der deutsche Brasilianerkinder. Da hat dann eine Schicht auf Deutsch und eine Schicht auf Polnisch. Ach so, ja. Und das schauen hier in Ostjägen, was ich also sehr habe, was dann auch mehr von der Gemeinschaft wird. Dat heeft Hulle ungefähr bij de eerste 50 jaar. Nog na een wereldkrieg. Na een zweite wereldkrieg. Ja, wie de Schaal hier had. Bij al dat het verboren was, is er een tijd aanholen. Maar de Schaal is weniger. Van daar en voorwaarts heeft zich de regering de Schaal overgenomen. Ach zo. Bloß de regering heeft dat niet Hulle gekregen. Wegen de Schaal is keimen van grote steden. Ja. Oder der hier nicht holen, weil da hat er kein Licht, da hat er keine Barriere, da hat er keinen Wagen zum Fuhren, kein Straße. Dann müssen da hier hinkommen und bleiben hier und leben, hier man kann Pommer vor. Ja. Dann haben die Schale ist das nicht holen und sind da immer wieder zurückgekommen. Dann haben wir den 40 Jahre lang gehabt, wo hier die Schale ganz gut taubes sind und die Kinder ganz ohne lesen und schreiben bleiben sind. Die Kinder, die in de laatste 50 jaren geboren zijn, bij 70 jaren, dat zijn ganz onschouwbaar. Daar hebben ze bloos de katechismus opgeleid, bij de deel daarvoor de toestand leren, of daar hebben we niet lezen schrijven. Hoe hebben de kinderen dan Pommers geleid in de schouw? So? Nee, daar hebben we immer Hochdeutsch geleid. Wegen de Pommerische Sprach hadden we niet geschreven. De Pommerische Sprach is bloos in de Schaule reingekomen, nu zo lang als de Pommerische Sprach officialisiert wurde is in ons municipal. Dat lang is in 2007, des 2000. Ja, een tegenjaar is nog niet zeer veel. Dan hebben we dan immer oder Hochdeutsch leid, oder is het de Podiërs nog her? Ja, Podiërs nog her. En zeer, zeer lang tijd is de Pommerische ganz gewoon verboden geweest in de Schaule. Dus we de schouwleiders niet Pommerisch vertellen met de kinderen. Ach, ook nog, ja? Nee, dat we zo verboren dat de kinderen moesten einfach voor de eerste reden of met dit kaart.
Und wenn sie auch das ganze Jahr schauen, sie denen, denen nicht ein Wort verstehen, oder schauen sie spannend gut. Können sie liegen nicht reden. Ah, können nicht reden. Wenn der Schale schon kommt, schwer. Ja, ja. Und dann haben wir wieder gesehen, wie pommerische Schale sehr oft so macht. Wir haben dann ein Pakt gemacht mit uns Schalefine. Ah. Und haben so gesagt, solange wir alleine sind, reden wir pommerisch. Wenn einer kommt, dann verstehen wir kein pommerisch mehr. Und dann haben wir sehr lange geholt und dann haben wir sehr groß Nutzen gebraucht, weil die Kinder haben dort leid. Ach so. Wenn sie in der Schale, der Schale ist, der sich mehr vertellt. Oder können die das nicht verstehen, was der Schal ist? Die verstehen nicht. Die können jünger in der Schal gehen und der nicht ein Wort pro Jahr sprechen. Oh, nee. Und dann, wenn sie dann an der Schal kommen, der Schal ist dann kein Pommerisch verstanden, der können sitzen bleiben, irgendwie 2-3 Jahre in der Schal und der nicht mitkommen, weil der sie das nicht verstanden. Also, dann ist es klar, dass der Pommerschale wäre, ja? Ja, wäre sehr wenig Pommerschale, wenn der Pommerschale haben, der hier leicht nicht hat am Leben. Ja. Und dann wäre man sehr wenig, und dann hier würde ich mich in Power 5 bloß ich kenne den Pommerschale in der ganzen Munition. Ach so. Und dann, aber liegt es aus, wird es noch verborgen, dass die Pommerschale vertellt wird. Auch noch, ja. Aber wir werden aus. Da ist auch nicht aus China, ohne dass wir das holen würden. Ja? Hier haben wir dann ein paar Dokumente an der Wand hängen. Und Werkdokumente, hier sind haben sehr große Geschichte bei sich. Hier haben wir ein Inselenschein, da hat meine Schwiegermutter gehört. Und meine Schwiegermutter ist Inselen geworden als der Zweite Weltkrieg in Baden-Württemberg. Ja, und dann haben wir den Pommelü Sprach verboren. Ja. Von der Regierung. Ja. Sie können nicht mehr Pommelisch vertellen. Und die Preise, die sie wählen, wären alle Deutsche. Sie können kein Pommelisch vertellen und der Pommelü wird auch kein Pommelisch verstehen. Ja. Und dann, als meine Schwiegermutter sagen würde, hat sie mir sehr, sehr oft vertellt, wie traurig es das Beste ist. Sie müssen die ganze Kirche bloß mit Wiesen machen. Da hat nie ein Wort sichtbar. Der Preis hat vor über Alter stehen und hat gewesen, was er den Leuten sagen will. Und der Leute hat gedacht, was sie denken haben. Aber nie. Ja, aber er versteht nicht von dir. Er versteht nicht von dir und der Leute verstehen auch nicht von dir. Und er dürfte nicht Pommerisch und nicht Hochdeutsch reden. Wegen der Befehlbare von der Regierung Puppenräume werden, dass Soldaten was aufpassen dürfen. Ja. Und dann können sie nichts machen auf Ersprache. Aber nicht. Und dann müsste er ganz in sein bloß mit Wesen machen. Ach, der Esein auch? Ja, der Esein ist ganz mit Wesen gemacht worden. Oh, und dann hat sie nie das verjährt. Das Bett an der Tod hat sie das noch immer verfehlt. Wo traurig ist, das weiß ist, dass sie Ersprache nicht realisiert hat. Oh, nein, das hätte ich nicht. Hm. Ja, ist hier passiert in San Marino. Ja, und wie lange hat das gedauert? Das denke ich, ganz Krieg nicht. Nein, das ist in den Jahren 40 West, 40, 41. Ach so. Nachher dann ist das, dass dann der Krieg mehr nach innen gegangen ist, dass Deutschland der Krieg dann verspielt hat. Dann ist das ein kleines Bett geworden. Ach so. Aber der Deutsche als der Aufkommen ist der Krieg, dann ist das stark geworden. Dann ist das stark geworden, weil die Regierung von Brasilien, die denken, dass der Deutsche hier, der Deutschland bist auch hier. Ja. Und da wirst du gar nicht, was da los ist. Was da los ist. Wirst du gar nicht, was da los ist. Hier haben wir dann ein Geburtstagsschein, ne, wo ein Kind geboren ist, das Ganze gar mit der Hand schreiben, ja, ist der erste Kind von uns Familie, was in Brasilien geboren ist. Von der Familie? Ja, Familie ist ein von meinen Urgroßmutters, der in Brasilien geboren ist. Der andere sind alle von Pommerland gekommen. Certidão de Nascimento. Certidão de Nascimento, Geburtstagsschein. O Briones? Certidão de Nascimento. Isso, o Briones? Yeah. Né, o Schwer? Yeah, da, isso é o Brasiliano Schwer. Isso é o Brasiliano Schwer. Esse é o Jack Tibar. Ah, Betahan. Alles mit der Hand schreiben, ja. Hier haben wir den Hochzeitsspieler, wo die Brudlü noch mit Schwert frigidieren, ne, der
Mij is dat vroeger met de broeds met zware kleren. Sindsdien is nog van dat tijd nee, waar mijn schoenen voor de schoenen moeten ook een broeder vliegen. Dat zijn haar broeders dat dat vliegen. En met dat zware kleed, dat zijn meer geschichten dan vertellen. Ja, we moeten het gewoon niet richting weiden. Waarom is het best? Is het niet waar? Ja, ja, dat heeft eerste geschichten. Maar wat dat volk hier je met duurst aannemen deed. Wat ze denken dat wat waar is. Is niet dat geschicht wat officieel verteld werd. Nee? Dat geschicht wat officieel verteld werd van de meeste lui wat in de prefectuur arbeidde daar in een museum, is dat de pommen vroeger zwaar terug aan had gehad om vliegen, wegen dat zij troeren deden, wegen de ijsnacht kunnen ze niet bij een keel blijven, kunnen ze niet bij een keel slapen, moesten ze slapen. Wie er hier, wo zij tuinen deden. Ja. Bloos ik dat is een geschicht wat de pommen vroeger hier niet kennen. Ach zo. Die jüngste vroeger, wo ik gevraagd heb, nee, mijn grootmoeder, Schwester, mijn grootvader en Schwester, nee, daar wisten dan niet van. Daar hebben we een andere geschicht verteld. Nee. Ach zo. Daar hebben we verteld, zoals dat pommenvolk die broedlui zo eren. Als wenn der König sind, ob er Hochzeitstag. Ach so. Ja, dat de Puldergebet, die dat sogar sehen, ein Hochzeitsfest ist so als ein Königsfest. Ach so. Während der Brutlöwe war so etwas, wenn der König sind. Und in Pommerland, wo uns Volk herkommen sind, der meiste Löwe, der da Wirttuch trocken, welche das Bunttuch produceren. Dat is heel moeilijk. Ze hadden dat haft niet al. En deden ze alle wit tuch aantrekken. Los ik daar wat zwaar tuch dragen deden. Werden daar wat van een koningsrijk hadden deden. Dat een koningsrijk, wat op Portugees zeggen dat de nobles. Ja? Ja, die kunnen dat zwaar tuch aantrekken. Of wenn de broedluiden ook zo rekend worden als wenn sie von einem Königsreich hören würden, dann müsste sie sich auch antreten, so als wenn sie das Königsreich hören würden. Das war ja. Da wäre sie den schwarzen Tuch tragen, weil das wäre das feinste oder das beste Tuch, was sie haben können. Also. Und dann wäre der Tag, wo sie sich da Gelegenheit geben würde, dann sich so antreten. Das habe ich mein Urgroßvater, so groß muss es mir erzählt, dass das so west ist, das sei. Da wäre ich schwarz antreten. Ach, und dann ist noch eine Geschichte, was sie hat, so als die Pommes früher, dass sie das Schwarttuch tragen in der Hochzeit, wegen der Zertrude deren, wegen ein trauriges Leben, was sie von da an vorwärts wieder machen deren, was sie nicht kennen deren, sie müssen eine Familie verlassen und sehr viel früher deren tot bleiben, wie ein Kinderherrn, wegen der Doktorin, wie und so. Bloß ich, das ist auch eine Geschichte, was die Pommes früher nicht sehr doll annehmen dauert. Ze zeggen, een Hochzeitstag is een lustig dag. Ja. Is geen trouwdag. We waren niet aan dacht aan de slechte dag. Nee, we waren niet aan dacht aan de slechte dag. En nog een dag, wanneer een beetje 18, 19 jaar oud is, dan moet je zich ook nog eens een gedanke maken. Yes, ja, dat komt nog, ja. Dat komt nog her, maar wanneer we vliegen, dan denken dan. Ja, dat is. En dan wijzen ze, dat kan me vroeger zijn, nee. Die hebben zware kleren aantrekt, die hebben zware kleren aantrekt. Welche das ich auch ansagen. Ich denke, das ist das Beste zum Annehmen. Ja. Ich darf das Bett ankicken, ja. Ja, ich denke auch, dass das ist, wegen, wenn man zurückkickt, das ist auch wirklich so weg. Und heute und diese Tag ist das ja noch so. Wenn du fein angetreten bist, dann trägst du dir ein schwarzes Kleid an. Ja. Und am festen Jahren, ja, wenn du ein schwarzes Kleid anhast, bist du gar angetreten. Ist ja, wahr, das ist wahr. Und dann kann man lösen, dass das wahr ist, ne? Ja, es sieht nur so, ja. Ja. Hier hebben we dan de wasmoel. Deze moel hier, bij de moel van kleine kinderen wassen. Daar is mijn grootmoeder een woosje geworden. Kan man zeggen dat is ook al ernstig jaar oud, een beetje overhonderd, ja. De moel was een zeer wichtig deel in de Pommerische familie. Dat was een moel van bakken, een van vlees eisoelden, een van tuig wassen, een van voet eiwassen, een van kinderen wassen. Eind aan de grote lusie en waschen. En zo dat alles weer een moelbroek. Een moel werd een van de wichtigste dalen in de Pommerische Equipe.
Hier hebben we de handdoek, dan zich afdrukken. Oder wie van zaktuig macht en zo hübsch uitneigt, en met de spinstiche unan. En dan der möchte ich mit abdrücken. Und da müssten sehr, sehr feine Regenbusche werden. Oder der Regenware. Der ganze Körper? Ja, Tambor, ja. Tambor, sich abdrücken. Und wenn der dreckig wäre, dann müsste auch feine Regenbusche werden. Dann müsste immer sehr witzig. Dann würde er mit Limon erreben, dass er wird werden. Und wenn du nachher noch ein Eis lebt und in eine Kettle rein macht und Gaut und kocht. Dass er ganz hübsch wird, weil wir werden natürlich ist nicht so einfach Regen machen. Und man hat nicht den Pool, wo man sich aber direkt an der Tief macht. Ja. Du denkst die Rede von Bohren. Werdet mal sich jeden Tag Bohren, denkst? Nein, das will ich mal nicht. Je meinlich immer, dass, wenn er mich sehr dreckig war, die auf Ross, dann nehmen sich abends ganz Bohren. Aber wenn wir so eine Arbeit machen, die, wo wir nicht sehr dreckig waren, die, dann nehmen wir sich bloß die Füße abends waschen vom Schlafen. Ja. Und die Kinder, die denen sehr gerne abends wegklemmen in der Bier, in ganz ordentlich waschen. Das ist bloß ich dreckig. Aber das wäre bloß ein Morgen mit welcher Worte weh, weh doch was? Nein, das wäre bloß ein Morgen. Ja, Worte weh, aber nicht so wie Hützendach. Hützendach drücken wir bloß deine Paniere hin, da drehen die Schuhe auf und waschen uns ab. Aber das früher war das nicht so. Das Worte müsste kalt werden, reingedrückt mit den Ärmeln, dann müsste die Beholtheit aufgesetzt werden, warm machen. Ja. Dann müsste sie gewaschen werden. Und jeder eigentlich müsste dann eine Kettel Wasser warm machen. Ja, und das wäre auch nicht so rasch, ja. Ist wahr. Ja, und dann da wäre der, dann sehr oft, dann lege ich den bloß mit der Füße gewaschen, ja. Ist verstanden, ja. Ja, ist verstanden, ja. Und so, dann das Wasser dann in einen kalten Kohl holen, dann trinken würde, dann in einen E-Potter reinschüttet. Wenn Süße der das warm war, dann wird das auch nicht schmecken, dann wird das da den Fleisch den fein kohl in den Regen und da wird es dann runtergefüllt und drin. Und nachher, denn, als das Mehl mehr aufgekommen ist, dann sind die Zinkschüttels dann aufgekommen, dann haben wir es da eine Wusche. Ja. Große Schüttels. Das Pommervolk hat auch sehr mit Roh und mit Zipper Kühe haben sie gemacht, das haben sie auf dem Pommerland mitgebracht, wo das tönt wird. Bloß ich hier, was sie hier hat, haben sie tönt. Ist das nicht nämlich teilweise, was sie da hat. Hier ist das dann sehr aufgekommen mit Rottönen, der See oder der Kühe, dass sie das dann benutzen können. Und bei jedem Teil wird dann auch ein Kopf. Das Grot hier unten wird dann haben die Pfeifutter, da wird das Futter reingehockt, dann von der Pfeife drauf. Das Grot hier, da wird am Eichentopf sammeln. Und das hier sind ein kleine Kühe, was Hützendach den Morsen machen. Da sind dann ein klein bisschen anders, ein klein bisschen hübsch. Und so sind auch dasselbe gemacht worden oder Balance, was dann nicht benutzt haben. Das Pommervolk hat immer Pfeife aufgelegt. En de Joise Marieke, die Duitse einde zijn, hier. En dat is zeer, zeer wichtig, weil van een Hinnenfei, van een Verrefei, hadden ze de Eigen te eten, hadden ze de Fleisch te eten, hadden ze de Mies, wat ze bij maken kunnen bij de planten, en hadden ze ook de Verder te de dekken of de kussen maken. Ja. Und das ist so vorwärts gegangen, dass der Fei auftreten, dass die heute in uns Jägend 17 Millionen Eier auf dem Dach produziert. Ah, ist wahr, der Hund. Ja, Santa Maria ist heute der oberste Produzent der Ovos, was der Portugiesisch sagt. Aber Eier produziert da. Ja. Das ist die erste Stelle heute in Brasilien. Ja, dat 17 Millionen Eier op het dach. Op het dach? Op het dach. Zeker. Ja, dat komt her van de Pommerische en Moorten. Ja, de lust had ja, iemand. Ja, de lust had. Oh ja, dat is involvend. Ja. Hier hebben we de apotheek. De medicijn. Zeg eens, wat apotheek bedoelde dit op Brian? Apotheek is een farmacie. Apotheek is een farmacie. De apotheek werd dan zo. Dat glas waar dan de medicijn erin gemaakt werd, waar dat
rugwater in mag vuren dan zo. Dit hier is ook laatst dan voor die zorer in mag vuren om in een blauw ader in lopen laten. Ja. Weet je, is dat alles van plaster, maar dan doen we dat alles zo met plaster. Ja. Een pommerisch familie, dat is zeer, zeer ver van een wienachterhoek. Ja, zo. Wanneer geen wienachtsboom is, is dat ook geen wienachter. De eerste familie wat hier in Oost-Jeden woont, heeft zich hoog wienerspel gemaakt. Zo? Ja, zo is dat gemaakt worden. Oh nee. Wegen de tannenboom juist het hier niet. Dat Tannenbäume sind sparen hier in der Brücke wurde. In Pommerland täte sie sich Tannenbäume stellen. Aber hier hat es kein Tannenbäume, denn hier hat es sich... Der nämliche Tannenbäume wird hier gearbeitet? Nein, nein, nein. Nein, nein, da wird Pommerland sind ein bisschen anders. Aha. Das sind ein bisschen anders. Und hier haben sie dann auch den Peikebaum, das ist ja, der Peikebaum, ja. Da haben sie den Peikebaum benutzen. Aber eins ist das nicht weiß, denn hier sei sich da von Holz gemacht, ja? Und als ich klein war, hatte ich auch so einen Wienerspaum, der wir ganz mit Holz gemacht, da wir meine Großmutter den ganzen Papi wirklich mit Papier, Zuckersteine hängen, das wäre dann aus Wienerspaum. Bloß eine Nacht ist der Wienerspaum als abbringend. Abbringend? Da habe ich da Lichter rein gemacht und das hat Feuer gekriegt und ist alles abbringend. Oh, und meine Großmutter ist so traurig geworden und hat keinen Wienerspaum gestellt. Bloß dann wäre doch kein Wienerspaum mehr bei uns. Ah, aber bloß das Jahr oder andere Jahre? Ja, das ist 40 Jahre dort. Ah, 40 Jahre. 40 Jahre, sie hat kein Wienerspaum mehr gestellt und wir haben keine Weihnachten mehr. Wir haben da kein Wienerspaum ist dann, immer der Wiener. Ja, dann hat mein Großvater so lange provoziert, so lange gemacht, bis er sich einen Wienerspaum von Drottweg zu ihm kriegt. Aha. Und du und mein Vater erzählst mir dann, wer ein Wienerspaum ist. Ist das für deine Familie? Ja, das ist für uns Familie. Das hat meine Großmutter mir. Ja? Ja, Kleinstadt, also dort bleibt es jetzt mit der Jäger. Mit Trotz? Ja, ganz einfach mit Trotz. Das hat er ja. Und da zeigt er, dann wer ein Wienerspaum hat am Stil. Aha. Und da braucht er nicht mit Papier, wie viel da will er nicht anbringen. Ist wahr, ja. Da weißt du, da ist Wienerspaum hier. Aha. Und so hat die pommerische Familie auch alles bunt gemacht. Ja. Jede Dua wird behängt mit einem Galanch, ja, das Adventskron, wird an den Bäumen hängt und dann an der Dua wird das dann mit Zippertrecht tönt, zum Anhängen. Das muss bekannt gemacht werden, dass in deiner Familie, in christlicher Familie wohnen, dass das Jesuskind wurde. Ja. Und das hier sind dann von der Wirkung von der Wiener, ja? Oder alle, ja? Das sind alle von der Wiener. Das ist dann von Zippe. Das hier auch. Das Bild sind von Bast. Baststrick-Tricht noch, das hier. Das hier ist von Milchstrau-Tricht noch. Und das hier ist von Papier-Tricht noch. Das hier ist dann ein, was der Lühn nur machen darf. Das andere hier, das sind dann alle verlängst hier. Aha. Frische. Oh, ja. Und dann kommen hier dann ein bisschen wieder kicken. Dann kommen wir hier dann nach Ost-Abitzisch hier. Aha. Als Pommervolk nach Brasilien rübergekommen ist, sind sie hingeschifft worden in den Wald. Sie sind gekommen bei einer Bootstadt und da haben sie gekriegt. Ein klein bisschen Bohnen, ein bisschen Farin, ein Stück Kannensäck. Und dann ein paar Arbeitsschere. Der Arbeitsschere wie ein Hack. Die Bogen mit ein Hack. Ja. Die sind auch ein Hack. Ein Ex. Aha. Ein Fose. Wie ein Fose. Ja. Und damit sind sie weggeschickt worden in den Wald drin. Und sie haben die Ordnung gekriegt, dass sie müsste in einem Jahr ein Haus sich bauen. Ein Haus entstellt um Schlafen und Wohnen. Ja. Und dann ein Stück Wald abhoben und da sich ein Plant anfängt. Wenn sie das bei einem Jahr nicht recht haben, dann werden sie das Recht verspielen von dem Land. Das dann noch bin. Ja, dann werden sie nicht haben. Die Regierung wird dann sehen, dass sie ein Trösch schicken nach Pommerland hin. Ja. Und das wollen sie nicht, weil in Pommerland haben sie gar kein Land. Ja, hier, ja, hier haben sie ein Stück, wenn sie ein Land. Ja. Und dann sind sie hingekommen,
na ein Stück, denn was ein Höhle schon. Und ein Teil, was sie macht, ist Wald abholen. Aha. Wald abholen, brennen und anfangen an der Pflanze. Und in der Zeit, dass sie kein Haus haben, werden sie unter Alkenbaum wohnen. Alken? Alkenbaum, das sind Bäume, die zum ganzen großen Würdelrute haben. Ach, da haben sie ja, da haben sie dann wohnen. Da haben sie sich dann ein bisschen aufgehackt und da haben sie wohnen. Und Felkinen sind da unten geboren. Oh, ja, im Wald und der Alkenbäumen, wo sie schlafen dürfen. Und am Nachts den schlafen, wenn sie Angst haben von den Tieren, wenn es nicht regnet, werden sie sich eine Locke anbinden in einen Baum, dass sie dort den ablegen können. Und so haben sie ihr Leben angefangen. Denn hier müssen sich Häuser bauen. Dann Häuser bauen, wird den Eis der Baum abholt, dann wird das Stück gesaugt mit der Drumsaug. Wenn das sehr dick wird, dann müssen kleine Stücke haben, werden sie da abklöben, als du mit Hundkills nachher sparen hin, haben sie die Eisenkills den Karten abklöben. Dann das Schindel machen, dann das Haus stecken, werden sie die Schindelmetze benutzen. Und dann, wenn sie das Hohltrecht machen, dann bauen, müssen sie das behoben mit der X. Das wäre ein großer, dicker, runder Baum und das müsste vierkantig gemacht werden. Ja. Dass sie das benutzen können. Denn hier können wir sehen, noch an diesem Hohltrecht, jede Stelle, wo der X hinten drüber hat. So, denkt ihr erst noch, wie viel Arbeit es kostet, dein Baum so vierkantig zu lassen? Ja. Wie viel da Arbeit am Akkus bauen? Da werden deren sein nicht ein Hustrecht kriegen in ein Jahr. Ach so. Das wird 40 Jahre dauern. Und nachher, wenn das Hustrecht weht, wenn das Hohltrecht weht, wird das Hus dann ganz aufgestellt, dann würde dein Wein alles zurechtbunden mit Hohlblästen oder mit Hohlstangen und würde mit Mohren klein dein Hus. Ach so, klein. Jeder kann stehen den Arm in den Flug Mohren, dass wir da den Rand schmetten. Dann werden sie die Wand aufklein. Dann nachher Sachen in der Hosrinne machen. Dann werden sie diese Teile benutzen. Hier haben wir wieder Dessel. Die Grau-Dessel ist dann das Holz grau behoben. Ne? Das wird der Name dann nachmachen, weil die X nicht grau macht. Der Krumm-Dessel ist dann der Stammklotz machen und dann der Mulle machen. Ach so. Der Fuchsschwanz, dann der Brei durchsaugen, wenn der Brei aufgerecht wird. Der Hobels, der Hobel hier und der ist hier, ist dann der Dünnhobeln. Das ist dünner Ware, der Brei, der dick wird sie da drin brücken, der ist hier. Wie da kann sein, ob das Brei grau wird, das ist ganz oberein grau wird. Ja. Und der ist hier, wie der Hobel dann das holt Elon. Heutzutage hat er meist eine andere Maschine gebraucht, die Topia heißt. Ach, Topia. Ja, der ist der Top-Hubel, der ein Stück so rein macht, kannst du an, so ist der ist durch. Ach so, ja. Ja, so, der Riel macht er. Ja, das ein in der anderen drinnen kommt. Und dieser Hubel hier hat eine Weihensfamilie mitgebracht, ist der Ruhm von seiner Baby. Ja. Da ist in Ostfamilie 170 Jahre. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Stück Geschirr für uns. Der andere Geschirr, was sie dann gebraucht haben, der meistens, der ist hier, um das Holz einstimmen, Stimmesel oder Meißel, ja, der kann Stein bearbeiten, wo der Mäulestein mitgemacht würde. Der Bohren, um das Holz einbohren, ne, erst wäre der Zahn bohren, nachher dann der Bohren schwungen. Dort hier ist der Fuchsschwanz am Zirkel sagen, wenn man das rund machen wie ein Rundstück holt. Die Meter haben sein, auf das Stimme das holt, ob das vierkantig ist. Ja, das kann vierkantig machen. Hier ist der Zirkel. Ist Kompasso, ja? Ja, der Kompass auf Brasilianisch. Die Moorkerl, die sie benutzen werden, um den Wein machen. Der Löhreisen, zum Löhren. Ah, zum Löhren? Ja, das ist der Löhreisen. Wir machen nicht die Salbe. Das wird in der Feuer leer, solange das ganz rot war, das ist Koppes. Ah. Und dann wird das rein leer, rüberholen auf das Draht.
Dat draagt van over de leu. Ah, zo. De leu hangen, dit het. Ja. Hier hebben we dan de hangen, de hangen. Die mensen tam ris in, tam ris nemen. Ah, dat is tam ris. Ja, tam ris nemen. En hier hebben we dan de ijswaterpomp wat in Oost-Jeden benutzt wordt. Op Portugees staat dat carneiro hidráulico heiden. Ja. Met deze waterpomp, als je 1 meter je veel hebt, krijg je dat water 12 meter hoog smeten. 12 meter? Ja. En dan hiermee hebben we dat pommelu aanvangen gekregen, de beer op elkaar, een groenwijzen plant. Ja. Als je weer dat groenwijzen bloos in de vlossen in mijn plant. Ja. En de dings, wein, laat je dat niet schuren met de hand. Maar we doen aan een sadees punt in kruft te krijgen. Ah, zo. Dan kun je de baar op elkaar vangen aan de planten aan baar. Aha. Weer het kaas. En hier hebben we dan de eerste machine. Deze is dan mingen afgeel. Deze is dan te malen, zwarte peperwürde met malen, dat je brengt naar kaffer. En daar is dan het vlees malen of de woest maken. Daar wordt dan een blauwwoest met gemaakt, of andere woest, ja, vleeswoest. Hier hebben we de zonmachine, die wordt in de melkbaum erin geschuurd. En wordt dat hier dreigt. En bij dan wordt dat dreigbaar, dat moet een ganz zeer dreigbaar. Dan komt op een stel de melk eruit en op een stel de zon. Dat is wat famoos is, waar dat kan. Ja, waar dat kan. En wanneer dat hier terecht afzond wordt, dan wordt de zon hierin geschuurd. En wordt dan zo lang stampen dat de boter terugkomt. Ah, de boter vast. De boter vast, ja. Ja. En dit hier is ganz wat nedeliges. Ja, dat heb ik nog niet gezegd. Dat is een kokosrief. Dat heeft een pommel gemaakt. Valentin Köster heeft hem gemaakt. Hij heeft een stuk land gebouwd in Ribeirão da Costa. Afonso Cláudio ook. En daar heeft veel kokos staan. En hij heeft zeer veel kokosstoos gemaakt. Bloos hij leeft zich immer de vinger daarmee in twee. Ja, en daar heeft de kokos daar. Ja, en dan heeft hij zich die terecht gemaakt. Nu brengt hij dan bloos de kokos ophouden. Dan we dat hier aan houden. En dan we drehen. Dan hij dat niet meer rood maken. En nu is dan hij dat zo rijven krijgen. Het is een machine wat een pommel maakt. En wat nog niet eens weer gemaakt wordt. Ja. Bloos ik deze aan. En hier hingen we dan de kappertrommels. Daar wordt heute dag nog immer kappen mitbrengen. Ja. Ja, dat is wel. Als je hier, wenn ik kappen brennen daar, draag ik me dan naar huis. Dan kan dat brengen. Dat is nog een uurtje. Ja, ja. Dit hier is die schee van de pommelu. Een ganze huis, een ganze geschäfte wat ze in huis hebben, met mogen. Jede pommel is huis. Wie zo eerlijk. Kommen, stuf, keugen, etstuf en ook de plaats. De plaats heeft immer een ganz hübsch blauwe geworden. Blauwe maken met jeden dag in de pommes zijn leven. Kein pommerisch huis is ganz kool. Heeft immer zijn blauwe geworden. En in de huis, daar wordt dan de planterie gemaakt. En in de huis hebben we ook de schuppen. De bakschuppen, waar de bak overstaat, waar het miegebrood bakt wordt en alle de andere gouden delen. In de huis hebben we ook de stel, waar we de zattel verwaren daar, tamarieren, de kittels, wat we benutzen daar, tamarieren. Daar hebben we de schwingkettel, waar we de schwing voor de koken daar. Daar wacht hem ons eindwegen, wanneer dat verkocht moet worden, of wanneer dat afgeheft moet worden, wanneer dat in het hele plant wordt. En zo is dan de pommerisch huis inricht. Alle stad heeft taal voor de pommerschlep. En wanneer je ons bezoeken wil, die zijn zeer goud aangenomen hier, komt, we kunnen je opnemen met een gouden pommerische kaffee of ook met een pommerische middageten. Wanneer je naar ons komen wil, kunnen je ons telefoneren. Ons nummer is 999-00-2-3-2-5. 999-00 23, 25. Nou ja, dankeschön, meine Lieben. Sehr fein. Es hat mir sehr gefallen, was ich sage. Und ich denke, lieber, da können wir kicken, da können wir dritten noch gefallen, können wir noch kommen. Ja, ja, wir dauern auch. Nein, danke schön.